Radio B2 ist hier Chefsache, Macher im Gespräch. Ein herzliches Willkommen. Mein Gast heute wurde am 15. März 1967 in Berlin geboren. Sie ist geschieden und Mutter von zwei Söhnen. Berühmt wurde sie Anfang der 80er Jahre durch die ZDF-Serie Ich heirate eine Familie als Tochter Tanja. Sie spielte aber auch im Landarzt oder Praxis Bülowbogen. Sie besuchte die private Schauspielschule Erika Dannhoff und spielte in Hamburg, München, Köln, Düsseldorf und Berlin Theater. Ich begrüße Julia Biedermann. Hallihallo. Liebe Julia, als Berlinerin, und wir kennen uns ewig, über 30 Jahre, ich habe dich noch nie Berlinern hören. Warum eigentlich? Na, dann hast du aber nicht die Sendung Ein Schloss am Wörthersee gesehen, weil da musste ich nämlich. Ja, zu der Zeit musste ich immer arbeiten. Nee, aber so im richtigen Leben, und deine Kinder, die sind ein Stück weit in Amerika aufgewachsen, also Berlinern war nie ein Thema, ja? Auch bei dir zu Hause damals? Also damals zu Hause bei mir, wie ich aufgewachsen bin, überhaupt nicht. Mein Vater schon eher, daher hatte ich so ein bisschen auch einen Draht dazu. Und ganz lustig, während meiner amerikanischen Zeit habe ich angefangen zu Berlinern. Nein. Ja, irgendwie fehlte mir die Heimat und dann habe ich irgendwie mein Hochdeutsch versucht, ein bisschen zu verschlampen. Ja, und wenn du in Amerika gefragt wurdest, Julia, woher kommst du, hast du immer gesagt, ich bin ein Berliner. So ungefähr. Die Schauspielerin Julia Biedermann hier bei Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Radio B2 ist hier Chefsache, Macher im Gespräch, das Interview der Woche. Mein Gast ist die Schauspielerin Julia Biedermann. Strahlt mich an. Gut gelaunt, oder? Ja, absolut. Ich meine, bei diesem wundervollen Herbstwetter. Hallihallo. Ja, naja, hallihallo. Wir hatten ja darüber gesprochen, du Berlinerst nicht und hast gesagt, obwohl der Vater eigentlich Berlinert hat. Und der Vater war ein berühmter, nicht Kabarettist, sondern Karikaturist. Richtig, der Zeichner Hans-Joachim Stenzel. Aber er signierte immer mit Celli. Er signierte mit Celli und hatte in der Berliner Morgenpost, glaube ich, immer seine Kolumne, ne? Ja, 40 Jahre lang für die Berliner Morgenpost auf Seite 2 hat er einen politischen oder weniger politischen Witz gezeichnet. Ja, was ich mich gefragt habe, als ich mir so deinen Lebenslauf angeschaut habe, und wir kommen ja noch zu ein paar Punkten gleich, woher kommt eigentlich diese Affinität zum Theater? Weil der Papa eben so Zeichner, die Mama, war die Schauspielerin? Ja, sie hatte eine Schauspielausbildung, aber ich habe dann Ernst draus gemacht. Ja, also quasi den Traum der Mama weitergelebt. Nicht unbedingt. Ich bin da eher reingerutscht. Es gab einen Anruf für sie, aber man hat dann eher mich gewollt und so kam das. Ja, und jetzt ist ja die große Frage, wie kommt man dann zum Film? Also es hat bei dir, glaube ich, angefangen mit der Rappelkiste, oder? Ganz am Anfang war es die Sesamstraße, Rappelkiste, ja. Das war eine Produktion und ich hatte keine Geschwister. Ich fand das unheimlich witzig, mit anderen Kindern da vor der Kamera zu spielen. Ja. Und so ist eigentlich aus einem Hobby ein Beruf geworden. Na, dann hören wir mal Julia in der Rappelkiste mit 6 Jahren und mit Dieter Hallervorden. Kannst du dich noch erinnern? Und wie? Ja. Ich mag nicht mehr die Schokolade, ich hab Durst. Ja, du kriegst ja gleich was. Einmal, was ist da wohl noch schaffen? Noch einmal sind wir fertig. Ja? Mir ist so schlecht, die Schokolade so süß. Die schmeckt überhaupt nicht. Also, nun nimm dich aber ein bisschen zusammen jetzt mal. Wir sind ja gleich fertig. Hm. Nicht? Noch einmal, dann sind wir fertig. Los. Ruhe. Meinen Schmatzriegel krieg ich immer. Und ihr auch? Na wunderbar, das war's doch. Super. Welches Jahr war das? 1975? Ich glaube, das war sogar noch früher. Ja, Dieter Hallervorden als genervter Regisseur. Dieter Hallervorden triffst du jetzt quasi wieder. Er ist nämlich Intendant des Schlossparktheaters. Kommen wir ein bisschen später noch dazu. Wie ging es dann weiter in der Karriere? Hast du dich selbst bemüht oder haben die das gesehen in der Rappelkiste, die anderen Regisseure, und gesagt, komm, spiel mal bei uns mit? Ja, also es ist oft so, es gehört ein bisschen Glück dazu, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Und in Berlin passiert so viel, was Kultur angeht. Und so ging es einfach weiter. Dann kam eben das Schiller-Theater und eigentlich wurde ich gefragt für die Werkstatt. Aber dann sah ein Regisseur mich dort und holte mich ans Große Haus für die Weber, die ich dann 2 Jahre da als 9-Jährige gespielt habe. Und dann kam ein großes Casting für die Freie Volksbühne, die Wildente spielte ich, die Hedwig.
Und da war ich dann schon ein bisschen älter und die Rolle anspruchsvoller und da wurde es dann schon ein bisschen ernsthafter. Ja, aber wie du als Kind geklungen hast in einer Fernsehsendung, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, wir hören es uns nochmal an. Julia Biedermann mit, ich vermute mal so 6, 7 Jahren. Also ich heiße Julia Biedermann, komme aus Berlin. Meine Hobbys sind Klavier, Ballett, Theater spielen und Eislaufen. Wunderbar, ich weiß es. Wie alt warst du da? Wo war das? Da war ich 9 und diese Sendung hatte Kult bekommen, weil nämlich das war eine Folge von den Montagsmalern und das ist alles schiefgegangen. Mit Frank Elstner. Und ich glaube, also der hat Blut und Wasser geschwitzt und das war genial, weil diese Maschine funktionierte nicht. Und er musste da irgendwie aus diesem Dilemma was machen und es war sehr unterhaltsam. Ja, und ich war wieder mal mitten dabei. Ja, und wenn ich mich recht entsinne, kann sein, dass ich mich jetzt täusche, haben wir nicht mal gemeinsam Radio gemacht? Und wie, mein lieber Olli? Im Rias Kinderfunk? Genau, bei uns Funkzies, ja, hieß die Sendung. Genau. Und ich weiß noch ganz genau, wir haben mal diese berühmte, dieses Pop-Duo, dieses spanische, diese schicken Baccarat. Mädels. Genau, die haben wir interviewt. Ach nee, wir waren das? Wir beide. Das ist ja klar. Dunkel in Erinnerung, ich habe nämlich im Rias Kinderfunk angefangen 1978. Ja, und dann irgendwie, glaube ich, 3 Monate später kam Baccarat und ich kann mich, dunkel kann ich mich erinnern mit einer Julia, ach, dass du das warst. Das war ich. Ist ja unfassbar. Also du warst schon immer interessiert an Theater, an Kultur, Radio. Ja. Was hat dich genau, was hat dich getrieben? Was ist denn der innere Antrieb zu sagen, schon als junges Mädel, als Kind, ich will auf die Bühne? Also ich war ganz fasziniert, als ich in der Volksbühne die Wildente spielte, dass die Menschen über mich geweint haben. Das Theater war ruhig, als ich diesen Monolog vorgetragen hatte. Und das fand ich faszinierend. Okay. Es ist dir heute lieber, dass Leute über dich weinen oder über dich lachen? Also ich hoffe doch sehr ab nächsten Februar, dass die Berliner zahlreich über mich lachen können, weil dann spiele ich nämlich bei Didi Hallervorden Theater. Genau, reden wir später darüber. Julia Biedermann, Schauspielerin, mein Gast bei Radio B2. Die Schauspielerin Julia Biedermann ist mein Gast bei Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, du hast so viel Theater gemacht, Film gemacht, Radio, Kinderradio gemacht. Wann bist du eigentlich zur Schule gegangen? Ja, die Schule störte irgendwie. wie bei mir. Also ich habe immer zugesehen, dass ich in Mathe einigermaßen durchkam, weil man brauchte ja Genehmigungen. So einfach ist das ja nicht, Kinderarbeit. Ne? Brauchst ja eine Genehmigung von der Schule, vom Jugendamt und vom Arzt. Und mir hat das aber immer so viel Spaß gemacht, dass ich mich da ein bisschen bemüht habe. Aber ich war keine Klassenbeste, wahrlich nicht. Ja, für mich war die Schule immer Kinderarbeit. Der Durchbruch, und wenn ich sage Durchbruch, meine ich damit, da hast du bundesweit Popularität erlangt. Da warst du 16 Jahre alt. Genau. Als Tanja in Ich heirate eine Familie. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht auf diese Serie angesprochen werde. Ich finde das faszinierend. Wer spricht dich denn auf diese Serie an? An der Ampel vorwiegend Frauen. Aus meinem Alter, ein bisschen älter, ein bisschen jünger. Und dann höre ich immer diesen Satz, den ich ganz rührend finde. Ich bin doch mit ihnen aufgewachsen. Das finde ich so süß. Dabei sind die gleich alt. Ja, zauberhaft. Und ich kann mich erinnern, ich habe das auch immer geguckt, ich gebe es auch zu. Du warst in meiner Erinnerung so ein bisschen zickig in dieser Rolle. Ich war ja eben wirklich der pubertierende, zickige Teenager in der Serie und deswegen habe ich auch oft für irgendwelche Diskussionen in den Haushalten gesorgt, weil ich war kackfrech und habe das überzogen, aber das war auch der Sinn der Rolle. Und sind deine Kinder auch so? Ist da auch ein bisschen Biedermann drin? Nee, das war die Rolle. Ich muss mich immer noch verteidigen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich bin Schauspielerin. Ja, ich weiß. Aber ich denke immer, so ein bisschen ist da vielleicht, sagt man, Mensch, ist ja wie auf dem Leib geschneidert und so. Wenn man so viel Erfolg hat mit 16 Jahren und sich so viele Leute kennen, bist du auf dem Boden geblieben oder leicht arrogant geworden? Also ich habe wirklich eine tolle Mutter, die immer wieder gesagt hat, da ist der Teppich, da gehörst du hin. Down to earth. Absolut, ja. Die hat dich geerdet. So ist es. Ja. Und der Grunewald. Und wie der Grunewald? Ja, ich gehe wahnsinnig gerne im Grunewald spazieren. Ach so, okay, heute noch und damals auch schon. Genau. Sag mal, 1984 hast du für diese Serie den goldenen Palmzweig bekommen. Peter Weck und Tekla Karola Wied, aber Bambi und goldene Kamera. Hat dich das geärgert? Nee, wir haben ja praktisch die goldene Kamera gemeinsam gekriegt. Das war ein ganz toller Abend, toller Auftritt. Peter Weck hat die bekommen und Thekla und die Kinder, also wir, haben also ihn bestürmt und es war wirklich Freude pur. Wir haben nicht mit diesem Erfolg gerechnet. Ja, und was glaubst du, was war das Erfolgsgeheimnis von Ich heirate eine Familie?
Wie oft im Leben. Es hat viel mit Zufall zu tun. Es war ja gar nicht geplant, dass Peter Weck die Rolle des Vaters übernimmt, sondern Harald Junke. Und ich habe später im Leben dann mal die Chance gehabt, mit Harald Junke zu drehen. Und er sagte auch, wow, Gott sei Dank war ich besoffen. Und Peter hat das wunderbar gespielt. Und es war eben dieser Schusshumor von Kurt Flato, dem Autoren. Und dass man manche Dinge eben nicht so ernst nahm. Das war, glaube ich, der Erfolg der Geschichte. Und vor allem, die Menschen haben sich einfach drin wiedergesehen. Ja, so läuft das bei uns auch. Und das war herrlich. Ich habe mir vor einem halben Jahr, waren die ZDF-Mediathek, mal so ein paar Folgen angeschaut und war erstaunt, wie man früher Fernsehen gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Aber ewig lange Einstellung über eine Minute ohne Schnitt und Gegenschnitt, das ist old-fashioned heutzutage. Ne? War damals aber total aktuell. Ja, das war der Zeitgeist damals. Mhm. Also manche Filme schaffen es bis jetzt, aber in unsere 2020er Jahre, aber es war dir, eben so. Ist dir aber auch aufgefallen? Ja, natürlich und geht gar nicht und die Mode ist herrlich. Die Mode. Ja, ich hatte auch immer ganz komische Sachen früher an. Also naja, obwohl die Sachen, die ich früher anhatte, wofür ich ausgelacht wurde, die sind heute wieder modern. Hättest du aufheben sollen. Ja, hätte ich mal, genau. Aber leider, dann hätte wäre vielleicht das linke Bein reingepasst, aber das Rechte nicht. Julia Biedermann, Schauspielerin, mein Gast bei Radio B2. Radio B2. Julia Biedermann hat Spaß hier bei Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Du hast ja lange in Amerika gelebt. Hört man da eigentlich auch irgendwie deutsche Musik in der wie sagt man, deutschen Community zum Beispiel? Ja, und die ist riesig, die deutsche Community. Ja. Und man ist wahnsinnig happy, wenn man irgendwo einen Laden gefunden hat, wo es dann deutsche Süßigkeiten zu kaufen gibt und man hilft sich mehr. Es ist ein anderes Leben. Ja. Ja. Und den deutschen Schlager, hat der es auch nach Amerika geschafft, zumindest zu den Deutschen dort? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, da ist Marianne Rosenberg und Udo Lindenberg einfach mal Pflichtprogramm. Ja, und Roy Black? Ja, auch. Roy Black, also für die Jüngeren, das war ein Megastar. Ich glaube, Gerd Höllerich hieß er, genau. Original, kam eigentlich vom Rock'n'Roll und wurde quasi durch seine Manager gezwungen, Schlager zu singen im Smoking. Ganz in Weiß war sein größter Hit und es gab viele andere. Und irgendwann hat er gespielt, nicht nur in den 60er Jahren diese Pauker-Filme, sondern Anfang der 90er mit Julia Biedermann Ein Schloss am Wörthersee. Ja, mit dem großen Roy Black zu spielen, wie war das für dich? Es war eigentlich ganz ulkig, weil die Presse hat uns damals immer als Pärchen verkauft, weil wir in der Serie auch ein Paar waren und wir beide haben uns einfach nur immer amüsiert. Weil wir gar nicht, die Chemie stimmte nicht. Wir waren also nicht auch nach der Kamera ein Paar. Und dann war es gar nicht einfach zu drehen, weil er hatte unglaubliche viele weibliche Fans, die in Bussen scharenweise ankamen. Und der Aufnahmeleiter echte Mühe hatte, die Menschen abzusperren. Und warum stimmte bei euch die Chemie nicht? Och, das war eine rein berufliche Angelegenheit. Es ist einfach so, entweder schlägt der Blitz ein oder nicht. Ich meine, im Job kann man ja sagen, komm, die macht ihr's, ich mach meins, wir müssen irgendwie gucken, dass wir gemeinsam spielen. Aber was war das? Hast du gedacht, oh, guck mal, der Schlagerfuzzi, und der hat gedacht, oh, diese junge Schauspielerin, oder? Nee, sondern wir hatten wirklich ein sehr kumpelhaftes Verhältnis und er hat gesagt, Julia, gib mir bitte da ein bisschen Schützenhilfe, ich bin halt Schlagersänger und kein Schauspieler, und dann sind wir die Szenen miteinander vorher durchgegangen und er hat auch viel Privates mir erzählt und also so Dreharbeiten, da wächst man ja auch wirklich richtig fest zusammen. Ja, oder ist total, es gibt ja auch so Paare, wo man auf der Leinwand dann ein Liebespaar sieht und später erfährt man, meine Güte, die konnten sich noch nicht mal guten Morgen sagen. Ja, sowas kommt vor. Eigentlich Gast, aber das sind dann manchmal auf der Leinwand oder im Kino, passt es. Im Fernsehen die besten Paare, ne? Ja. Wo man es gar nicht glaubt. Okay, Roy Black, als er verstorben war, warst du genauso geschockt wie wir, so aus der Schlagerbranche? Also es war wirklich, diesen Tag werde ich auch nie vergessen. Ich weiß auch noch ganz genau, was ich gemacht habe, als ich diese Nachricht erhielt. Ich wollte es erst gar nicht glauben. Es war tiefe, tiefe Trauer und es war allerdings auch ein bisschen abzusehen. Ich hatte immer die Befürchtung, dass er nicht unbedingt im Altersheim alt wird. Mhm. Aber wenn es dann Wirklichkeit wird, dann, ich war sehr, sehr traurig, ja. Ja. Roy Black hatte seinen größten Hit, so 66, 67 mit, wenn ich dich anschaue, dem Titel Ganz in Weiß. Du bist schön warm weiß angezogen. Julia Biedermann, Schauspielerin bei Radio B2 und jetzt der gute alte Roy Black in Erinnerung. Bitteschön. Julia Biedermann,
Schauspielerin. Mein Gast bei Radio B2 in Chefsache Macher im Gespräch war ja immer mein Wunsch, dich mal so hier im Studio zu haben. Wie schön, dass ich heute hier sein kann. 1986 haben wir uns wieder getroffen. Dann hast du ja gesagt, 78 hatten wir dann Rias Kinderfunk zusammen. Also wir kennen uns tatsächlich, ich habe immer gedacht 33 Jahre, aber das sind 41 Jahre. Ach, jetzt hörst du aber bitte auf, hier zu rechnen. Unfassbar. Ich habe dich ja nie aus den Augen verloren. Das ging gar nicht. Also auf der einen Seite durchs Fernsehen, auf der anderen Seite habe ich mal dies und das von dir gelesen und war irgendwann total erstaunt. 2008, da geht die Frau doch ins Dschungelcamp. Warum hast du denn das gemacht? Ja, weißt du, ich war einfach jung und brauchte das Geld. Ja, das würde ich ja auch sagen. Aber hast du es bereut? Nö. Überhaupt nicht. Nein, also ich denke, es war für meinen kleinen Sohn Julius richtig lustig, mal Kängurus streicheln zu können. Den hatte ich nämlich mit, außerhalb des Camps natürlich. Wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich es nochmal machen würde, würde ich Nein sagen. Ja. Also alle, die da waren, die ich so gefragt habe, also ob nun vor dem Mikrofon oder dahinter, die haben immer gesagt, ich würde es nie nochmal machen, ja? Ja, ist einfach mal eine Sache, die man gemacht hat. Ja, man muss und dann, ja. Dann ist auch gut. Ja. Wie hat die Familie reagiert? Die fand es ziemlich cool, weil wir natürlich damals in Irland gelebt haben und diesen ganzen Shitstorm, der da über mich kam, wohl hat auch meine Agentin gesagt, lies es erst gar nicht. Und wir haben da auf dem Dorf da in Irland gelebt, ich habe damit gar nichts zu tun gehabt. Und der Mann war es auch egal. Mehr oder minder. Der Gesichtsausdruck, also wenn man das jetzt sieht, dann das sagt alles. Ist es denn wirklich so, dass man da auch Maden essen muss? Ich bin die Einzige, die ja so eine Prüfung sehr wissentlich abgelehnt hat. Ich sollte ja in diesen Kakerlakensarg und ich habe, während die Anmoderation war von Dirk Bach und der Sonja, ausprobiert, ob diese Sterne überhaupt bewegbar sind. Ja. Also habe ich mir gesagt, nö, die sind nicht bewegbar, warum soll ich mir das antun mit diesen 40.000 Kakerlaken, die da über mich sirrten? Hm. Ich hatte schon eine gewisse Summe von Kakerlaken sowieso schon an gewissen Körperteilen dran. Und da habe ich mir gesagt, nö, ich springe wieder raus. Und dann gab es halt auch nichts zu essen. Hm. Wie lange nicht? 24 Stunden, es gab halt nur Reis. Hm. Ja, das ist ja was zu essen. Ja. Wenigstens gesalzen, hoffe ich. Also da ich fürs Kochen zuständig war. Also ich habe dich im Dschungelcamp gesehen und kurz danach am Zeitungskiosk im Playboy. So, und dann dachte ich, boah, also Julia, so wollte ich dich ja schon immer mal sehen. Danke. Endlich, ja, muss ich dafür an meinen Zeitungskiosk gehen. Du warst ja zu dem Zeitpunkt verheiratet. Jetzt stelle ich mir so vor, meine Partnerin so nackt in so einer Zeitung, da sehen dann Millionen Männer. Will man das als Mann? War das Thema bei euch zu Hause? Ja, das war sofort ein Thema. Als der Anruf kam, habe ich nur gesagt, ich habe dann Angebot, was man schlecht ablehnen kann. Ja. Und mein Ex-Mann guckte mich an und sagte, ich bin stolz drauf. Das ist eine super Reaktion. Mhm. Ja. Und war er nachher auch stolz drauf, als die Fotos da waren? Absolut. Ja, das war gar keine Frage. Mhm. Was hast du mit den Fotos eigentlich gemacht? Ist das bei dir zu Hause so, dass man ins Esszimmer kommt oder im Flur oder im Damenzimmer und da hängt dann in Farbe oder schwarz-weiß die nackte Julia? Nein, das verrate ich nicht. Okay, na, vielleicht sollte ich dich mal besuchen. Julia Biedermann, mein Gast bei Radio B2 in Chefsache Macher im Gespräch. Nackte Tatsachen besprechen wir hier bei Radio B2 mit Julia Biedermann, Schauspielerin. Ausflug in den Dschungel hat sie auch schon gehabt, 2008 im Playboy war sie zu sehen, auch 2008. Wenn die heute nochmal kämen und sagen, Mensch, bist ja immer noch eine schöne Frau, wollen sie nochmal? Da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Ja. Ich meine, heute ist ja nun so, die Kinder sind ja auch schon groß. Ja. Ne? Die könnten ja dann auch sagen, boah, Mama, finde ich komisch oder so. Ja, wobei, also die sind eigentlich gar nicht so interessiert an dem, was ich da so treibe. Also ich bin gespannt, ob mein Kurzer in die Vorstellung dann gehen wird. Aber mein Großer kennt's ja, ist so die Videogame-Generation. Also was Mütter machen, ist dem ziemlich Schnurz. Ja. Du bist 2002 in die Ehe gegangen mit einem Finanzmanager und Anwalt und ihr seid nach Irland gezogen. Richtig. Und ich habe damals gedacht, so coole Nummer, er sagt, ich muss beruflich dahin und sie sagt, ich gebe das hier alles auf, ich gehe mit. Jo, genau, so war's. Und warum hast du das getan? Ich wollte unbedingt Familie haben, ja.
Und das war zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Mhm. Und dann ging der Zug eben weiter. Der Zug nicht nur nach Amerika? Ja, aber innerhalb Amerikas eben auch. Also ich kenne Amerika jetzt. Ja, und du hast ja, ich meine, du hast den Job aufgegeben für die Familie. Richtig. Hohen Respekt. Und hast in Amerika versucht, Fuß zu fassen. Das war wahnsinnig schwer. Nicht als Schauspielerin, sondern eben, wenn man mit Familie umzieht und das mehrfach, dann muss man sich halt immer wieder neue Freunde suchen, neuen Kinderarzt, pipapo. Das ist mittleres Management. Ja. Du hast aber eine Rolle in Amerika gespielt, 2015, glaube ich. Ja, ne? Genau. Da fing so langsam an, wieder in meinem Kopf zu schwirren. Es gibt ja noch ein Leben jenseits des Kochherdes. Und da habe ich in dem Film Reconcile eine kleine Szene gespielt als Psychologin. Und ich habe auch eine andere Ausbildung noch nebenbei absolviert. Was hast du gelernt? I'm a real estate agent. Also, du könntest mein Haus kaufen und verkaufen. Aber nur in Kalifornien. Ach so. Vielleicht sollte ich. Also musste ich mir erstmal was in Kalifornien kaufen, damit. Also ja. Das gilt also hier nicht. Hier könntest du nicht als Maklerin arbeiten? Nein, nicht mal in New Jersey konnte ich als Maklerin arbeiten. Ich hätte da eine neue Prüfung machen müssen. Ja. Wie viele Häuser hast du verkauft? Keins. Keins. Sehr erfolgreiche Maklerin. Ich habe den Schein daher. Hängt jetzt bei mir, aber wir sind sofort wieder umgezogen. Lange Geschichte, lassen wir lange Geschichte. Aber trotzdem will ich kurz mal zu einem Punkt kommen. Voriges Jahr, irgendwann so, es muss Sommer, Herbst gewesen sein, da haben wir plötzlich miteinander telefoniert. Also ich bin wieder in Berlin. Da sage ich, Julia, das kann nicht sein. Warum bist du wieder in Berlin? Warum bist du abgehauen aus Amerika? Ich habe mir das überlegt. Entweder ich gehe mit den Jungs zurück nach Kalifornien, weil zu dem Zeitpunkt lebten wir halt noch in New Jersey. Oder ich gehe nach Berlin zurück. Und ich muss sagen, wenn man ein bisschen älter wird, denkt man drüber nach. Und gerade auch, wenn die Zipperlein so anfangen. Also Deutschland ist, was die ärztliche Versorgung angeht, ein Paradies. Auch wenn viel gemeckert wird. Weil wir also ich kann eine Menge erzählen, also über Kinderarztrechnungen. Also yippie-yay-yay. Insofern wollte ich auch Theater spielen in meiner Sprache und ich bin vom Herzen Berlinerin. Für mich gab es gar keine Frage, ich wollte nach Hause. Okay, und dem Mann hast du gesagt, du bleibst gefälligst da? Nee, der Mann wollte ja wieder umziehen und da habe ich gesagt, jetzt ist dann mal die Reise zu Ende. Ja, und dann habt ihr euch scheiden lassen? Ja. Ja, und ich meine, wie ich mir das so vorstelle, das ging da alles sehr schnell, ne? So Amerika, anderes Rechtssystem und so. Das ging gar nicht schnell. Nee? Das ging überhaupt nicht schnell. Sondern, also ich habe das Gefühl, so in Erzählung klingt das jetzt alles so ratzfatz. Nein. Das ist ein langer, langer Prozess und viele Anwälte und vieles hin und her und nicht unbedingt so einfach. Nein. Ja, okay. Aber jetzt seid ihr getrennt. Wir sind geschieden schon seit einem Jahr. Und Julia offen für was Neues? Also wenn jetzt jemand draußen am Radio sagt, Mensch, die Julia Biedermann, die wollte ich ja wieder, ich heirate eine Familie gesehen, die wollte ich doch immer mal kennenlernen. Ich bin mit der groß geworden. Ist Julia quasi, oder ist Julia schon wieder gebunden? Oder? Ich bin geschieden. Und genießt die Freiheit. Natürlich. Ja, auch schön. Ja, ich bin Fisch. Vom Sternzeichen. Ja, ja, also insofern schwimme ich hin und her. Okay, also Freiheit ist dein größter Wert. Momentan ja. Ja, könntest du dir vorstellen, nochmal zu heiraten? Man soll ja nie sagen, ne? Ja. Julia Biedermann, Schauspielerin hier bei Radio B2. Radio B2. Ja, wir haben viel Spaß hier bei Radio B2 mit Julia Biedermann, Schauspielerin, wo ich gerade gesagt habe, während die Musik lief, die Julia kann so die heiklen Themen so schön umschiffen, dass man auch gar nicht denkt, so, ach, da muss ich jetzt nochmal nachfragen, weil du kannst schön suggerieren, jetzt wirst du zu indiskret. Ja, aber ich so indiskret möchte ich dann auch gar nicht werden. Und jetzt bist du ja nun wieder hier, seit über einem Jahr wieder eingelebt, als Berlinerin, immer noch ohne Berliner Akzent. Ja, es wird wieder Theater gespielt. Ich meine, du hast ja wieder ganz klein angefangen. Du hast im Grunde bei den Synchronstudios angeklopft, hast gesagt, ich bin wieder da. Genau, ja, also darf ganz, ich mal eine ganz Rolle? Klassisch. Genau. Ja, ganz so. Klassisch Klinken putzen und wieder sagen, ich bin wieder da, ich fange wieder von vorne an. Mhm. Und dann zu Dieter Hallervorden auch gegangen, hast gesagt, Dieter, du kennst mich noch, als ich 6 Jahre alt war, jetzt möchte ich mit dir spielen, jetzt bin ich groß oder wie? Ja, ich bin da ganz altmodisch. Ich habe einen Brief geschrieben, handschriftlich. Siehst du ihn eigentlich oder duzt du ihn?
Wir siezen uns. Ja, ja, weil lange. Ich kenne kaum jemanden, der Dieter Hallervorden duzt. Ist auch gar nicht nötig. Und der, Dieter Hallervorden ist so ein charmanter Arbeitgeber und das erste Treffen war wundervoll. Er hatte gleich ein Buch unter dem Arm und ich freue mich wahnsinnig auf diese Zusammenarbeit. Ja, wie war denn diese Begegnung? Also er hatte ein Buch unter dem Arm, hat gesagt, hallo, hallo Frau Biedermann, oder sagt er Julia? Also mittlerweile sagt er auch Julia. Ja, hallo Julia, ich habe da gleich eine Idee. Oder musstest du da irgendwie kämpfen, dass du eine Rolle bekommst? Wie ist denn so? Wie läuft denn sowas? Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich, in diesem Fall war es ein Glücksfall. Ich habe ihm geschrieben, er hat 3 Monate später, glaube ich, den Hörer in die Hand genommen, mich angerufen und wir haben uns gesehen und er hatte gleich eine Rolle für mich parat. Und da stimmt auch die Chemie und ich glaube auch, wir haben die gleiche Arbeitsauffassung und das war eine ziemlich wundervolle Angelegenheit. Begegnung, ja. Und du spielst eine Mutter. Da hat er wahrscheinlich gedacht, ah, das passt, die hat 2 Kinder, jetzt kann sie gleich eine Mutter spielen. Ja, und ich werde auch die Mutter seines wahren Lebenssohnes auf der Bühne sein. Und ich glaube, er rechnet damit, dass ich seinen Sohnemann ein bisschen an die Kandare nehme. Ein großartiger Schauspieler übrigens, Johannes Hallervorden, der jetzt so Anfang 20 ist. Also vom Alter her könnte er auch dein richtiger Sohn sein. 2020 geht's los im Februar. Schmetterlinge sind frei. Wann wird geprobt? Wir fangen im Januar an. Mhm. Und es ist eine sehr süße Komödie und ein 4-Personen-Stück. Und ich glaube, das wird ganz lustig. Ja, ich bin die 5. Person. Ich komme nämlich gucken. Oh ja, unbedingt. Du, ich wäre böse, wenn du nicht kommst. Ja, Julia Biedermann, Schauspielerin, mein Gast bei Radio B2. Die Schauspielerin Julia Biedermann, bekannt aus Ich heirate eine Familie, Landarzt. Hier, wie hieß das noch? Praxis Bülowbogen. Zum Beispiel, ja. Mit Fitze Fitzmann oder ein Schloss am Wörthersee mit Roy Black. Und jetzt ist sie wieder zurück in Berlin nach Jahren in Amerika. Eine andere Kultur. Es gibt eine deutsche Community, die lieben die deutsche Musik, die deutschen Spezialitäten. Und in Amerika hat sie sich immer, wie sie gesagt hat, geärgert über die horrenden Arztrechnungen. Das deutsche Gesundheitssystem im Vergleich hat dann doch viele Vorteile, hast du festgestellt. Ja, also definitiv über viele Dinge, über die man sich vielleicht hier, wenn man das alltägliche Leben lebt, beklagt. Mhm. Da bekommt man einen ganz anderen Blick, wenn man mal außerhalb des Tellerrands gewesen ist. Das kann gut sein. Reisen bildet. Absolut. Und woanders leben manchmal vielleicht auch. Liebe Julia, ich habe noch Halbsätze, die du bitte vervollständigst. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn? Wenn es Krimis gibt. Okay, jetzt gibt es ja jeden Tag Krimis, also der Fernseher läuft immer. Nein, um Gottes Willen. nein, dazu komme ich gar nicht. Nein, sondern also ich habe wirklich spezielle Lieblingssendungen, ja. die müssen sein. Und welche ist das? Also zum Beispiel ist es natürlich Tatort, mhm, oder der Bozenkrimi, solche Sachen, ja, gefallen mir sehr. Meine größte Niederlage? Meine Mathezensuren? Nee, oder die gescheiterte Ehe zum Beispiel? Ja, das tut weh, ne? Nee, also man kann sagen, ist eine Niederlage. Andere sagen, ist gar nicht gescheitert, weil es hat ja ganz viele Jahre gut funktioniert. Also immer so ein Standpunkt. Ne? Ja, also das würde ich so gar nicht unterschreiben. Mhm. Richtig, nein. Das ist, meine gescheiterte Ehe ist keine Niederlage. Ist okay. Eher eine Herausforderung. Ja, aber finde ich eine gute Position. Meine Schwäche ist? Süßigkeiten. Ja, okay. Und meine Geburtsstadt? Berlin. Was verbindet dich mit dieser Stadt? Was ist das Gefühl für Berlin für dich? Also ganz wesentlich, was mir auch sehr gefehlt hat, war dieser fürchterliche Geruch in der U-Bahn. Entschuldigung. Ja. Dieser Geruch in der U-Bahn ist ja unglaublich. Das, ja, das kann dir fehlen. Ja? Das fehlt mir. Und so, als ich das erste Mal wieder U-Bahn gefahren bin, dieser spezielle Geruch, da dachte ich, ich bin wieder zu Hause. Wie riecht New Jersey, also New York nebenan, wie riecht denn da die U-Bahn? Ganz anders. Na, wie denn? Ja, viel steriler. Ja, und ja. Die Berliner, das ist so richtig schön, was, muffig oder was ist das? Ja, so ein bisschen muffig. Und das ist eben der Charme, der auch der Berlin ausmacht. Das habe ich noch nie gehört. Kurios. Also, ihr hat der Duft der Berliner U-Bahn gefehlt. Julia Biedermann, ich habe ja nun in dieser Sendung festgestellt, wir kennen uns seit 41 Jahren und nicht seit 33. Wahnsinn. Mein Gast hier bei Radio B2 in Chefsachemacher im Gespräch. Und wenn man dich sehen möchte im Theater Anfang Februar. Ende, 29. Februar. Ende Februar. Mhm. Ende Februar im Schlosspark Theater in Berlin. Danke, dass du da warst. Alles sehr Liebe. Gern. Und das nächste Wiedertreffen ist nicht in 33 Jahren. Nein, bitte nicht. Nein, tschüss.
Musik.